Hallo und willkommen zu Teil 2 meiner kleinen Serie über die neuen Funktionen in Procreate 5X. Diese Woche zeige ich in ein paar kleinen Tutorials, was ich darüber herausfinden konnte. Wenn du meinen Kanal oder meinen E-Mail-Newsletter abonnierst, verpasst du auch keine Folge. Heute schauen wir uns die Neuigkeiten rund um das Transform-Tool an. Wir arbeiten wieder mit diesen Azulejos, jedes auf einer eigenen Ebene. Ebene 1 ist selektiert, klicke den Pfeil für das Transform-Tool. Ich bin im gleichmäßigen Modus. Unten links findest du ein komplett neues Menü. Dort ist wie gewohnt deine Magnetisch-Option, aber es gibt jetzt zusätzlich eine Einrast-Option und einige zusätzliche Regler. Wenn du den Griff des Bezugsrahmens antippst, kannst du die exakten Maße für dein Objekt eingeben. Deine Änderungen können proportional oder unproportional sein. Der Drehgriff zeigt nun die exakte Gradzahl. Wenn magnetisch aktiv ist, in Stufen. Bei Inaktivität stufenlos. Natürlich kannst du auch weiterhin den 45-Grad-Button benutzen. Die Breite meiner Fliese ist 2384 Pixel. Wir rotieren sie um 45 Grad. Der Griff zeigt uns die Breite des rotierten Objekts, aber wir brauchen die diagonale Breite. Deshalb müssen wir den Bezugsrahmen ändern, was jetzt möglich ist. Wenn du magnetisch wieder aktivierst, kannst du den Griff auf exakt 0 Grad einstellen. Jetzt werden dir die Maße bezogen zum neuen Rahmen angezeigt und so kannst du die Breite an die vorherige anpassen. Und das neue Einrasten hilft dir, dein Objekt in Bezug zu denen drumherum zu platzieren. Hierbei ist es meist ratsam, magnetisch zu deaktivieren. Das gleiche machen wir für das zweite Azulejo. Mit dem Abstandsregler steuerst du, wie weit Objekte entfernt sein können, die deine Platzierung beeinflussen sollen. Wenn du dir schwer tust, versuche, den Geschwindigkeitsregler anzupassen. Das ist alles prima, um Objekte neu anzuordnen. Oder wenn du so gerne Muster machst wie ich als Surface Pattern Designer. Das wäre auch mal eine gute Idee für ein zukünftiges Tutorial. Aber für heute ist das alles und nächstes Mal zeige ich dir das neue Referenzfenster und private Ebenen. Und für weitere kreative Anregungen schau gern meine anderen Tutorials an oder geh auf meine Webseite stephanieklingen.art.